So, neue Funktion. Können in dem Anzeigeoptionen des Systemmenüs aktiviert werden. Erstmalig erhaltene Gegenstände können mit markiert werden, bla bla, okay. Wer ist er denn hier? Were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Ich liebe diese Spiele. Aber ihr wisst ja eh, ich bin einer der größten Dark Souls-Fans. Ich habe hier Collectors Edition gekauft, alle möglichen Alter, Tassen, T-Shirts. Crazy, oder? Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Okay, achso, wir müssen dreimal mit denen reden. Aber es ist geil, dass wir damals schon im Stream gesagt haben, dass es wahrscheinlich ein neuer Boss ist oder irgendein neues Level oder so. Das ist mega geil. I will not be far behind. Geil. Konnte man sich auch irgendwie ringglitschen, hab ich gesehen. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich wohne immer noch in der gleichen Butze. Aber momentan arbeiten wir mit Hochdruck am neuen Haus, am Streaminghaus. Und sobald es fertig ist, gibt's geile Streams. So, als allererstes umdrehen und gucken, ob es hier irgendwas gibt, itemmäßig. Mal gucken, Alter. Wir haben ja alles gemacht. Also für alle Leute, die so ein bisschen sagen, bla bla. Oder für meinen Kopf, sage ich mal immer. Sind wir hier komplett auf 100%. Wir haben alles erfüllt. Und ich dachte eigentlich, dass wir hier noch irgendwas haben für DLC, was wir erfüllen können. Aber anscheinend ist das nicht so. Wir müssen mal hier die ganzen Störungen ausmachen. Moin Chris, was geht ab? Moin, moin. Das sieht natürlich mega aus. Oh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das... Ach scheiße, ich muss das jetzt ja ernst nehmen, wa? Weil wir haben... Moin Moin, also mir geht's erstmal gut. Ich hoffe, euch da draußen geht's auch gut. Ich komme gerade von One Piece Event. Deswegen bin ich ein bisschen fertig im Kopf. Wo war denn das, Alter? Wo war denn das mit den Runen? Wie konnte ich denn das nachgucken? Welche große Rune ich habe? War ja auch gar nicht mehr, Alter. Status, da ist er doch. So, und dann hilft. Nee. Status. Bildschirm wechseln. Wie war denn das? Achso. Nein, Erklärung, so. Ach, macht er nicht. Ich weiß ja nicht, welche große Rune ich habe. Ist auch real. Okay, sieht erstmal crazy aus. Eine Frage, Chris, wann spielst du wieder S6? Naja, wir haben letztens gespielt, Savage, aber S6 ist halt tot. S6 ist so ein schlechtes Spiel geworden, das ist so traurig, Mann. Wir haben das Spiel so kaputt gemacht. Segen des Schattenreichs. Großer Ruhm, hier war das. Radans erhöht, genau, und das war, erhöht alle Attribute. Genau, Radans große Rune war aber, glaube ich, das Geilste, was wir machen konnten. Also Rainbow werde ich wahrscheinlich erstmal nicht zocken. Du, ey, dass ich jetzt überhaupt streame, ist eine komplette Ausnahme. Eigentlich wollte ich nicht mehr streamen, so. Erstmal, ich habe einfach viel zu viel zu tun, Mann. Das ist crazy, so. Ich mach gerade meinen Meister, nebenbei baue ich mein Haus, so. Und dann muss ich ja normal arbeiten gehen, so. Das ist alles, und hab auch noch ein Kind, was versorgt werden will. Also es ist gerade schwierig, so, weißt du, da streamen geht halt nicht vor. So, Kohle verdienen, Haus bauen, das geht alles vor, Diggi. Das kann, glaube ich, jeder von euch verstehen, Digga. Radarfrucht. Deswegen gucken wir uns das hier mal an, das DLC. Wir werden noch nicht weit spielen, leider. Also so richtig... So, das richtig durchnehmen.
Werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn ich im Haus bin. So, das geht halt nicht früher. Ich frage deswegen, ich möchte meinen Account mit euch einrenken. Naja, nee, Digga, das kannst du vergessen. Da muss ja andere Leute suchen, Digga. Ich bin raus. Also, ich habe eh nicht mehr so viel mit den Leuten zu tun. Es gibt ein paar Leute, mit denen ich noch gut bin, von der Waymo-Szene und so. Aber ich zock selber kaum noch Waymo, Digga. Ich habe einfach keine Zeit so. Ja, da musst du wirklich andere Leute fragen. Es tut mir leid, ich habe da wirklich keinen. Ich habe einfach keine Zeit dafür so. Ich muss arbeiten. Ich muss ein bisschen Kohle verdienen so. Und mein Haus fertig bauen so, damit ich da so schnell wie möglich einziehen kann. Und nebenbei mache ich nochmal einen Meister so. Das sind halt so zwei riesengroße Brocken. Und wenn die wegfallen so, dann habe ich auch mehr Zeit zum Streamen und kann mal wieder Waymo zocken. Aber Waymo ist halt. Ich höre halt nur Schlechte von allen Seiten so. Waymo ist. Leider kaputt, Digga. Weißt du? Waymo ist auch im Arsch. Deswegen Slaney. Sehe genauso. Es war schön, dass es einen festen Kern gibt, so, aber ich habe nicht mal den Battle Pass durchgespielt letzte Season. Ich krieg den Battle Pass ja als. Ich bin einfach nach rechts gegangen. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Gucken, wir gehen jetzt einfach mal lang. Ich krieg ja als. Wie war denn das mit dem Hauen? Ich bin ja noch Ubisoft-Partner. Und da krieg ich ja den Battle Pass umsonst. Das war schön und gut, aber. Ich will den kaum noch. Oh, das hier. Das. Achtung, Hund. Ich wollte gar nicht. Dann gucken wir uns das halt mal an. Da laufen noch Leute, Alter, oder? Und behindert. Was? Das hat er alles gedodged, Digga? Bisschen klar. Schön Wunder, dass er das alle gedodged hat, Alter. Wir werden hier 2 Stunden spielen, Digga. Es ist halt. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich muss aber auch sagen, dass ich in letzter Zeit auch nicht so viel Lust habe zu streamen, so weißt du. Und das ist irgendwie voll das Ding geworden ist, so weißt du. Ich muss Waymo streamen, damit viele Leute zugucken, so und damit halt irgendwie so der Hype da ist, gefühlt, so. Es ist aber. Total dumm alles. Das ist alles. Da hab ich gar keinen Bock drauf, die ganze Scheiße so, weißt du? So da mit dem Kopf ranzugehen, so. Ich mache einfach das, auf was ich Bock habe, so. Und, entweder gucken die Leute zu, weil sie Bock haben oder halt nicht so. Ich finde das halt dumm, wie viele Leute da ihr halbes Leben für opfern, nur ein paar Zuschauer zu haben, Digga. Ist nicht mein Ding, so. Ich habe ja eine Turniere organisiert, aber du weißt ja wieder das mit Waymo. Die Leute scheißen drauf. So. Was ist denn hier los, Digga? So, zurück zum Game. Also wir sind jetzt hier lang gelaufen. So richtig haben wir jetzt nichts erlebt. Wir haben eh ein Phantom gehabt.
der hier ein bisschen Rambazamba gemacht hat, aber ansonsten war nicht viel los. Es ist viel gelaufen, muss ich sagen. Ich laufe auch lieber, als dass ich reite, weil wegen Zeug verpassen und so. Immer in die Ecken gucken. Sieht auch geil aus. Also, gab es nicht eine Karte? Das hätte mal unser Ziel sein sollen. Und wenn ich jetzt überlege, dass hier so ein scheiß Weg ist, sehe ich auch gerade erst, hätten wir einfach den Weg gehen sollen, ne? Sehe ich jetzt erst. Pfeil, die wurden hier irgendwie niedergeballert. Glassplitter. Hi Bayern Kevin, hi Digi. Komm zum Stream, Digi. Der war ihm auch völlig, als er, dass sein Kollege hier stirbt. Okay. Und ich habe ja auch ein paar Videos gemacht zu Elden Ring, wo dann Leute jetzt irgendeinen Scheiß erzählt haben mit ja, das und das musst du machen, damit das und das passiert so. Wo ich halt auch schon Tutorials gemacht habe und die Leute unter meinen Tutorials geschrieben haben, nee, das funktioniert gar nicht und so. Was ja ziemlich geil ist, weil es... Ja, gut. Ich habe halt Magie angefangen zu spielen, weil ich in jedem anderen halt immer mit Schild und Dingsmus gespielt habe. Und ich gesagt habe, so. Noch ein bisschen Bock auf was anderes. In Elden Ring. Aber ich muss auch zugeben, dass ich dachte, das ist schwieriger. Also bei manchen Bossen ist es echt schwer gewesen. Melenia und so. Mit Magie ist schon hart. Komm ich hier runter? Ist hier irgendwas? Ja. Aber ist immer noch machbar. Oh. Wie war denn das? Und hier gibt es auch noch mal so eine Statue. Was ist denn eigentlich... Das Ziel von dem ganzen Bums hier. Der Hammer sieht geil aus. Noch was gekriegt? Ja. Okay. Geh mal bitte in den Anfangsgebiet und kämpf mal gegen den Golem, bitte. Kann ich machen, ja. Ich bin hier erstmal lang gelaufen. Ich wusste nicht, wo lang, weißt du? Dann gehe ich hier mal. Es gab mal irgendwie so eine Regel, dass man gucken soll, dass man. Wenn man in ein Gebiet kommt, dass man zuerst nach rechts oder zuerst nach links geht, irgendwie. Irgendwie so. Findet man im Reich der Schatten überall. Konsumiert sie an dem Ort der Gnade, um euren Segen zu verstärken. Der Segen steigert die Fähigkeit des Empfängers, Schaden zu verursachen und zu widerstehen. Hat aber außerhalb des Reiches keine Wirkung. Okay, heißt es, ich werde einfach stärker dadurch. Jetzt gehe ich wieder zurück und werde stärker, oder was? Geh mal wieder zurück ins Erdenreich. Weiß ich nicht, ob ich... zum... Ich will eigentlich hier erstmal alles entdecken, Digi. Aber das ist so ein geiles DLC. Ich spiele es auch jetzt.
Ja, wie gesagt, ich bin ein riesengroßer. Wenn ich sage, ich bin der größte From Software-Fan, aber ich liebe halt die Spiele. Und ich habe halt, wie gesagt, Dark Souls 1 damals auf Japanisch nicht gespielt, Digga. Aber es war ein fucking Krampf, Digga. Das war ein Krampf. Einfach nur, weil ich das Spiel so geil fand. Mir war Grafik nie, also noch nie so wichtig wie halt Spielmechaniken. Die Idee von dem Game ist halt so unfassbar gut. Man muss sagen, Elden Ring ist natürlich gefühlt einer der leichtesten vom Software-Titel, weil du kannst halt reiten, also du hast halt ein Pferd, du kannst halt reiten und du hast mehr oder weniger eine Open World, was leider so ein bisschen zum Cheaten verleitet, sag ich mal, zum Schießen. Du kannst viele Gegner besiegen, die du eigentlich alleine stellen solltest im Kampf. Was ich ein bisschen schade finde. So, dann soll ich zum Anfang zurückgehen. Aber ich will eigentlich das hier noch erkunden, Digga. Das DLC ist geil, ja. Es gab aber. Das geilste DLC hat, glaube ich, Dark Souls 2 gehabt. Also, generell vom Software, Alter, wie du in die DLCs kamst, war immer crazy. So, bei dem einen musstest du eine Puppe finden an einer Stelle. Dann musstest du mit der Puppe zu einer anderen Stelle und konntest dann durch einen Spiegel. Durch ein Bild, was an der Wand hing, konntest du das Level betreten. Das war crazy. Und an einer anderen Stelle musstest du. Feuer. Konntest du. Ganz andere verrückte Sachen machen. Da musstest du dich hinlegen und so eine. Da musstest du so Drachen. Schneidersitz machen. Kamst du in das Drachengebiet. Ich habe das erste Mal durchgespielt, jetzt habe ich es vor kurzem das DLC angespielt und das ist so ein cooles Spiel. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Game, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Safe so. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es durchgespielt habe. Ich glaube viermal, dreimal. Weiß ich nicht. Ich habe es halt so oft durchgespielt, bis ich Platin hatte, weißt du? Dass ich die Platin-Trophäe hatte. Hat er sich gebufft? Segen von Marika. Kann ich einen Damen machen? So ein weißer Fleischpilz. Kann ich hier jetzt irgendwie. Ist hier noch irgendwas? Nee, war. Ich glaube, das war nur diese blöde Kirche hier. Gehen wir wieder zurück. Und dann soll ich irgendein. Oh, schön. Dann soll ich irgendeinen Golem besiegen. Ich würde jetzt erstmal gucken hier. Um euren Segen schon zu verstärken. Der Segen erhöht die Mächte seines Trägers. Schaden zu verursachen und zu widerstehen hat aber außerhalb des Reichs. Ja, okay. Sind alle einfach nur Sachen, um das zu boosten, ja? Achso, hab ich gar nicht was. Nicht genug verehrte Geisterasche. Okay, was habe ich denn sonst bekommen? Ich hab doch irgendeinen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, Digga. Das ist schon so lange her. So, ich soll einen Golem besiegen. Den da hinten, was? Sieht doch geil aus hier mit der Stadt in der Mitte. Ist schon geil gemacht. So. Gucken wir doch mal. Guck mal, ich habe jetzt hier ein offenes Feld. Hier da oben ist doch, ja, wollte ich schon sagen.
Aber jetzt zeige ich dir das mal, dass das... Besieg mal den Golem. Ich weiß gar nicht, bei wie viel... Die Frage, warte mal. Ich bin ja vorbeigeritten hier. Das ist das erste, was man machen sollte. Ich muss mal kurz das Ding holen und dann haben wir. Ja, scheiß auf. Scheiß auf die Viecher. Wir müssen zuerst. Ah, da ist er doch. Wie ein Totenkopf hier oben. So, Kirche des Trost. Da sind wir erstmal hin. Ist doch geil, dass wir erstmal die rechte Seite gute Eingebung gehabt haben. Die haben wir erstmal abgearbeitet. Wir gucken uns eh jeden Zentimeter fürs Spiel an. Jetzt die Frage, kann ich hier einfach durchreiten, ohne dass großartig was passiert so? Das ist ja erstmal vorgegeben, dass man hier so lang reitet. Wahrscheinlich, weil da das nächste Leuchtfeuer ist. Ne? Ja, ist halt auch immer. Ich wollte noch Oscar schreiben, dass ich jetzt zu tun. So, jetzt hat er gesagt, ich soll diesen Golem besiegen. Klang so, als ob der schwer ist, aber der steht da auf dem offenen Feld, also. Frag ich mich. Okay. Wie viel Schaden habe ich denn gemacht? Musik. Eine andere Schwachstelle finden. Ja. Mehr als auf dem Kopf. Ja. Aber... Der ist ganz schön hart, Digga, der Golem.
Als die Frage, ob. Er müsste wieder voll sein, wenn er resettet ist. Ist er wieder voll? Ne, er ist nicht voll. Das ist. Das wird hart, Digga. Ich weiß halt nicht, ob das reicht, Digga. Ehrlich gesagt, der ist hart. Es wirkt so ein bisschen auf mich, als ob man erst diese komischen Aschen sammeln muss, damit der halt wirklich krass viel Schaden bekommt. So fühlt sich das an, auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Tausend Seelen haben wir. Das ist schon nicht schlecht, den zu besiegen. Besiegen wir den Golem. Ja, da ist dann die Frage. Dann würde ich die Frage. Nein. Schon krass mit dem Baum, wo die ganzen Leichen dranhängen. Also, ich werde jetzt machen, setz dich mal hin. Ich werde, ja, ist die Frage, Zauber lernen. Also mal gucken, ob ich kann überhaupt einen Stufenaufstieg machen.